Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. Duell, Leute, zur letzten Runde, zum entscheidenden Kampf dieser Runde. Einmal ich. Und wer hat jetzt hier gewonnen? Aber nicht vorspielen, Leute. Das ist eine Überraschung. Die Folge kommt doch. Die kam doch schon gestern, oder? Nee, nein, doch. Den heutigen Tag nicht Vorsprung, um zu wissen, wer gewinnt. Okay, jetzt habe ich ihn auseinandergebracht. Gut, spiel einfach los. Du hast ein paar drauf los. Komm. Wie man es kennt. So wie man auch damals gegen seine Brüder gespielt hat. Oder im Knast. Mit seiner Schwester so. Auf meiner Schwester ist auch nicht so schlecht. Gute Idee, kannst du ja mal ausprobieren, wenn du Bock hast. Zu spielen, ja, aber mit ihr zu spielen, nee. Außerdem ich beschwöre die gepanzerte Biene. Aua. Kann den Effekt nicht aktivieren, weil du kein offenes Monster auf dem Feld hast. Zum Glück. Angriff. Zum Glück. Oh, wow. Du bist dran. Oh nein. Was mache ich? Was mache ich? Hey, ich habe gedacht, die Karte habe ich rausgeworfen. Achso, nee, die habe ich drinnen gelassen. Was mache ich nur? Das ist eine schwere Entscheidung. Ich würde mal sagen, ich beschwöre gepanzerte Biene. Ich kann Effekt aktivieren. Hä, hey, was? Achso, nein, nicht den Effekt. Nee, nee. Ja. Nee, nicht den Effekt. Nein. Hä? So, den Effekt möchte ich aktivieren, genau. Aua. Nein, keine Kette hinzufügen. Und wir gehen in die Battle-Phase. Und ich weiß, wenn ich dich angreife, habe ich dort wieder dein scheiß Ding drunter. Welch schon dein Marshmallow bestimmt. Oder ein 2000er Monster. Weil damit hast du so viel Glück in der letzten Zeit gehabt. Oha, okay. Oder war ich so schnell? Noch eine Karte und... Alle guten Dinge sind zwei. Alle guten Dinge sagt zwei, sagt man gerne. Eigentlich drei, aber. Ja, aber ich habe jetzt nur zwei Monster, also zwei. Setzen diese Karte. Hat er nicht gemacht. Oh doch. Dann sehe ich mir hier die Details ein. Das muss auch noch lesen, er weiß nicht mal, okay. Was für Karten der hat. Dann gehen wir in die Battle-Phase und greifen das verdeckte Monster an. Und ja, es kommt wie... Oh ja, Steinsoldat. Sicher. Der Steini. Und dann geh mal in die Endphase. Ja, jetzt lass mich doch hier. Ja, ich mach... Lass dich doch schon. Ich spiele Endphase. Echt jetzt? Wieso? Ja, ich kann nichts machen. Ja, schön, dass ich auch nichts machen kann, nicht wahr? Doch, du kannst doch angreifen. Ich habe noch ein anderes Monster. Ja, ich weiß, was ich damit antue. Mir anfange. Wir setzen diese Karte. Ja, damit du mal Ruhe gibst, würde ich sagen, greif mal. Es geht immer noch? Du kannst es jede Runde machen? Ja, jeden Spielzug, aber es bringt dir nichts, die ATK zu verringern. Warum nicht? So, dann gehen wir in die Battle. Gehen wir in die Battle-Phase, damit du Ruhe gibst. Oh, es ist so schmerzhaft, dein Marshmallow. Oh, ups, das wollte ich nicht. Nee, ja. Es ist noch ein Steinsalter. Echt jetzt? Ich habe nur zwei im Deck und die kamen einfach direkt hintereinander. Ich hätte gedacht, das ist... Ja gut, sind auch 2000er Monster, aber... Du bist dran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Was? Nee, hä? Was? Nein. Hallo? Ja, ich überlege gerade was. Du musst jetzt denken. Ausnahmsweise schon.
So. Wie mache ich denn das? Mit Zauberei. Nee, wir machen das hier. Wir setzen diese Karte. Und beenden unsere Runde. Ab damit in Verteidigung. Ich jetzt. Ja, hallo, ich krieg keine. Ich krieg nur Kacke, Alter. Ja gut, dann aktivieren tun halt. Okay, ich zeige dir, was ich hier habe. Wir haben hier den Ninkes. Was? Nein. Dann, ja. Es war eine Flipbeschwörung. Deswegen aktivieren wir diese wunderschöne Karte. Oha. Wir übernehmen eins hier von dir. Wir tun diese Karte opfern. Wow. Diese Karte zu nehmen. Ja, um das Schmerzvolle zu begreifen, beschwöre ich eine Karte, um ein Tribut zu opfern. Zerschneidet er. Das hat sich so gar nichts gebracht, das ist dir schon klar. Nö, ich weiß. So, dann aktiviere ich diese wunderschöne Karte. Kann mein Kriegermonster mehr ATK geben? Ja, gut. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, gut. wow, dann nehmen wir das hier in die Angriffsposition. Und, und dann haben wir unseren Spaß. Du kannst auch alle in Angriffsposition. Nee, das ist mir nicht so riskant. Das wäre. Hast du jetzt einfach gerade ein Monster von dir geopfert? Oh, um ein Monster von mir zu opfern? Für eine Karte? Hä? Damit du damit du eine Karte weniger hast. Wow. War eigentlich nicht der Sinn, muss ich dabei sagen. Aber. Das war jetzt echt nicht der hellste Schachzug. War es auch nicht. Und warum auch immer er denn hab ich mich mit dem Drachen angegriffen hast. Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Nein, ich. Oh. Ja gut. Komm, beschwör mal den hier. Oh mein Gott, er hat ein Monster. Wir gehen in die Battle-Phase. Oh mein Gott, er greift an. Mit einem direkten Angriff. Und er hat was dagegen zu wenden. Ja, ich möchte den Effekt der Karte aktivieren. Yo! Sei froh, dass ich hier nicht die andere Karte ausgepackt habe, Alter. Ist doch Scheibenkleister. Jetzt geht das wieder so ewig, die Runde. Mann, ja, komm. Schwarzes Loch, Alter. Nein! Oh. Sprengkugel! Oh, und die Wand der Illusion. Nein! Und du bist dran. Wow. Deswegen war es jetzt so riskant. Ach ja. Schlauer Fuchs, du, Alter. Ja gut, dann Kanonensoldat. Kanonensoldat. Und wir setzen dich, Karte. Und wir greifen an. Oh, 1400, die ich bestimmt selber zurückbekomme. Magischer Zylinder. Warum war das klar? Und wir gehen in die Endphase, weil ich ja eh nichts machen kann, darf. Mann. Jetzt kriegst du Monster. Am besten jetzt so ein 7-Sterne-Monster und kannst nie einsetzen. Oh. Nee, ich hab ein 8-Sterne-Monster hier zu. Echt jetzt so? 7-Sterne-Monster war schon letzte Runde. Oh. Hier, greif an, komm, los. Ja, ich greife an. Aua. Ich kann ja nicht angreifen. Was ist das für eine Scheiße? Ja. Wird mir stinken, wenn ich drüber.
Ja, gut, machen wir's. Jetzt hat er 3 Runden Zeit, um sich eine Mauer aufzubauen. Ich aktiviere Kunst des Beschwörers und hol noch ein 8er Monster, was ich nicht spielen kann. Ja, gut, das war ja klar gewesen, dass da weiß ich noch. Nein! Nein, ich hätte. Oh nein. Jetzt bin ich was. Oh. Nein, ich Holzkopf. Oh nee. Ach Gott. Ja, das werde ich dann gleich dir erzählen, was für ein Dummmüll ich da gebaut habe. Da bin ich mal gespannt. 2. Runde. Oh mein Gott. Nur noch 45 Alter, Karten cool, auf dem Ich habe ein Monster gezogen, was ich spielen kann. Nein, mach's jetzt nicht kaputt. Nö, ich habe schon weggedrückt. Ich habe nicht. Also ja, ja, du kannst, okay. Du kannst wieder, ja. Mann, ich hätte jetzt so locker easy gewonnen, aber nein, ich habe das falsche Monster gezogen. Nein! Oh! Ich kann dir sagen, was ich für eine Scheiße in meinem Deck habe. Das sage ich so offen, wie es ist. Ich habe ein Monster, die ich nur als Spezialbeschwörung setzen kann. Wow. Und zwar sind das die Harpienschwester, richtig. Die Harpienschwester. Du hast doch nicht mal ein Harpien-Deck, Alter. Oh, ich hab einen Haufen Harpien-Zeug. Ja, ich hab ein Monster beschworen, was mir was bringt. Alter, und Angriff auf dein dummes Kackviech. Oh, es tut weh. Und du bist. Jetzt kann ich auch mal meine 3 Monster hier spielen, die ich auf der Hand habe. Ja. Ich überlege gerade. Ja, und bei mir dauert das Überlegen immer lange. Ja, deswegen haben wir auch 3 Minuten eingestellt. Okay, nicht gut. So wie vor 2 Tagen, ne? Dann beschwören wir diese Karte. Nein! Nein, nein, nein. Dann jetzt kommt sein schwarzer Anhänger, oder? Ja, richtig. Und damit das noch nicht alles gut ist, fertig ist, aktivieren wir noch ein schwarzer Anhänger. Nee, den Effekt von der Karte. Ist natürlich jetzt die Frage, welche Karte ich nehme. Kriege ich die Karte auch wieder? Ja, ich glaube, Ende des Zuges. Ah ja, du kannst ja gar nicht angreifen. Wow. Ja, stimmt. Oh, wieder was verlesen. So, jetzt kriegst du bestimmt deine Karte wieder. Ja, die habe ich doch schon. Nee, hä? Wo, hä? Okay, wir spielen das mal weiter. man muss sagen, wir haben heute... Wir nehmen am Tag der deutschen Einheit auf. Und wir haben natürlich... Hallo, wir haben hallo, natürlich, jetzt, wir haben jetzt natürlich unseren weg. Spaß an diesem Nein. heutigen Tag. Und wir wollen natürlich gucken, welche Karte... Ja, es ist! Dann fucking halt so. Scheiß auf dein Monster. Naja, 500 Schaden, das geht auch noch. Angriff! Wir sind alle heute ein bisschen durcheinander. So. Nee, was ist das? Nicht besonderes. Nein! Ganz einfach eigentlich, oder? Wow. 2. Main-Phase und ich kann ihn nicht zurückdrehen. Geil! Yeah. Wow. Brauchst du nur noch ein Monster, das mehr als 0 ATK hat? Ja, es ist natürlich die Frage, wie ich das jetzt anstelle. Achso, das war ja das. Okay. Komm, verwende deine Sprengkugel. Wir wissen doch alle, dass du ja unter der Karte verstehst. Ich hab wieder Adlauge. Hä? Die Karte bringt dir so gar nichts. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist es ein Monster. Battlephase. Greif an. Mann. Aua, es hat dir so weh. Ich weiß, diese Schmerzen. Jetzt kriege ich hier so einen dummen Müll. Ja,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube noch eine Karte. Naja, zwei, danach musst du immer eine weglegen, glaube ich. Was? Ich glaube nicht. Jetzt, hallo. Ach so. Ja, weil du rübst, du mal mystischer Raumteil-Wichse. Was habe ich? Was habe ich? Mystischer Raumteifun. Nee, nicht ganz. Hä? Ja, aua, nicht wahr? Ich weiß nicht, was sie bringt. Greif mit der Main-Phase fortsetzen. Ja. Ich ja, weiß nicht. Jetzt greife ich dich an. Ein offenes... Achso, ich weiß nicht, was die Karte bringt. Die muss ich auch nächstes Mal rausnehmen. Ja, du musst ein Monster von dir zerstören, damit beide 1000 Schaden bekommen. Naja, gut. Dann. Wow. Ich habe einen 450 ACK-Monster auf dem Feld und er kann nichts gegen machen, Alter. Ja, es ist schlimm, nicht wahr? Ich aktiviere! Hallo? Ja. Ach, scheiß drauf. Was? Nein, nicht Schleimverteidiger. Ja, ich bringt eh nichts. Also du hast ja eh keinen Schleim auf dem Feld oder so. Nee, ich kann ja ihn, Achso. Ja, du musst einen Schleim auf dem Feld haben. Ja, ja, ich weiß. Wow, dann bringt mir dann bringt die Karte mir ja auch nichts. Okay, was? Egal, Angriff. Au. Ja, jetzt... Ich hab nichts. Ja, aber ich... Achso. Oh, jetzt muss ich aus der Hand legen. Ich lege Fluchzerstörer aus der Hand. Ob das so gut die Idee war? Ja, du willst nicht wissen, was für Karten ich auf der Hand habe. Obwohl doch, den einen hätte ich eigentlich wegwerfen können. So ein blauäugiger weißer Drache braucht auch eh keiner. Es ist die Frage. Okay, ich beende meinen Zug. Wenn ich jetzt wegen dem Menschenfresser gewinne, dann weine ich. Geil, Alter, noch ein Achtermonster. Hab ihr nicht schon drei auf der Hand? Ey, das ist rund um den Müll. Egal, da muss ich wohl greif, Karten. Greif wir am besten an. Das ist der Sinn des Spiels. Nee, jetzt muss ich ein paar Zauberkarten ins Zauber- und Fallenkarten-Kackteil packen. Nein, ich möchte die Karte nicht aktivieren. Ich möchte dich angreifen. Aua, diese Schmerzen. Kannst du eigentlich in meinem Extra-Deck nachschauen, was für Karten da liegen? Nicht, oder? Wie jetzt? Auf meinem Extra-Deck, da wo die 3 steht. Nee. Wow, ich kann in die Battle-Phase gehen. Nein, ich gehe in die Endphase. Jetzt gib mir doch ein Monster. Ja, geil, Alter, kein Monster. Wenigstens eine Karte, die ich hier da reinpacken kann. Also sonst macht es keinen Spaß mehr, dich anzugreifen, muss ich sagen. Oh, jetzt habe ich aus den Endphase gedrückt. Ja, vergessen, dass ich angreifen kann. Hallo? Endphase. Ey, die Karte geht mir so auf den... Dann aktivier doch die Scheiße. Du gewinnst doch eh. Jetzt habe ich gewonnen. Ja. Jetzt, Main Phase. Was passiert? Tempel der Könige, du bist dran. Das ist doch wieder so eine Permawichse, aber dafür beschwöre ich das dazugehörige Monster, und zwar das mystische Ungeheuer von Serket. Was Serket? Serket. Ach du Scheiße, sieht natürlich so aus. Schon schnieke das Viech. Ach, und weil mir die Karte auf den Keks geht, Kunai mit Kette, Alter. Nochmal
3000 auf 5000, 500 auf seinem Holznacken. Aua, das tut mir jetzt schon weh, wenn ich das sehe. Und? Also mindestens, ich gebe mir noch 2 Runden, dann bin ich wenig weg. Doch einmal tue ich angreifen, nächste Runde tue ich was ausprobieren. Du tust jetzt angreifen, nichts und ausprobieren. Naja, gut, dann aktiviere ich mal lieber den Effekt. Kuribo. Oh. Danke, ja, Kuribo. Wenn ich... Ja, Kuribo. Dazu muss ich aber nicht so ein Monster ziehen. Ich aktiviere den Effekt. Ich krieg 1000 Leben. Lebenspunkte. Geil, Alter. Digga, weißt du, was ich dazu sage? Hey, du annullierst die Scheiße. Ja. Scheiß auf blauiger weißer Drache. Weg mit deiner Karte. Ja, gut, Leute. Damit habe ich eindeutig verloren. Ja, die 1000 Lebenspunkte hätten die... Ja, ich habe ein Monster gezogen. Geil. Also kann ich den Effekt dann noch aktivieren, das gespielt habe? Ja, ja, kann ich. Kannst du. Tempel der Könige. Okay. Was? Nein! Egal. Jungs. Dir wird jetzt nicht gefallen. Puh. Mir gefällt das alles schon nicht. Blauiger, weißer, dreiköpfiger Drache. Ja, genau. Leute, es war schön mit euch da hier gewesen zu sein. Ach, der lässt mich noch eine Runde leben. Nee, ich will jetzt noch den schwarz glänzenden Soldaten und dann will ich noch den, wer ist der, den Drachenmeister. Der macht nämlich noch 5000 Schaden. Also willst du jetzt erst sammeln, bis ich überhaupt nicht mehr kann oder was? Und dann willst du mich mit irgendeiner Karte angreifen oder was? Die 5000 Schaden hat, ja. Aber so lang... Und wie lange dauert das noch? Ja, bis ich die... Ich habe die Karte nur einmal im Deck. Oder dreimal. Warum legst du alle verdeckt hin? Das ist doch scheiße. Soll ich Monster mit 400 ATK in Angriff packen oder was? Ja, weil es mir nur springt. Oh, cool. Noch eine geile matige Karte. Und du bist... Jetzt müsst du eine Karte haben, die dir alles wegfegt. Ja, schwarzes Loch, Alter. Ich beschwöre nach Elfa! Ja! Ich aktiviere den Effekt von auf den Karte. Ich kann mir deiner Dings klauen. Scheiße ist jetzt. Naja. Du kannst angreifen, dann sind aber beide kaputt. Ich weiß. Jetzt ist die Karte noch versenkt. Ja, greifst du an oder greifst du nicht? Nee, ich hab noch was vor. Okay, dann spiele ich. Endphase. Ich hab noch was. Ja, ich zieh das jetzt bis durch, bis ich endlich die Karte bekomme. Ah, gut. Okay, ich spiele. Was soll ich die spielen? Kuribo in Verteidigungsmodus. So dumm. Ja, wir riskieren's. Wir riskieren's. Wir beschwören. Nein! Den Kobold. Nicht der Kobold. Er kann dich direkt angreifen. Kann ich direkt angreifen. Ja, ich möchte ihn angreifen direkt, bitteschön. Und kriege 1000 mehr. Hoppala, was ist das für ein schönes Leben? Und du bist dran. Und jetzt... Naja. Jetzt habe ich ihm was noch Schaden gemacht. Hey. Egal. Ich spiele diese Karte. Und kack den Gerfried weg. Mach deinen Nachelfer kaputt, weil ich Lust drauf habe. Hallo? Naja. Nein! Eigentlich habe ich das für was anderes ausgewählt. Mama, mach...
Ja, es ist ja das hier, genau. Wow. Eigentlich war es anders geplant, aber na gut. Oh. Eigentlich war es so geplant, wenn du angreifst mit auf mein Dings, hätte ich besser umgeändert. So. Ach komm. Jetzt gehen wir da nicht. Alter, geil, noch ein achter Monster. Ha! Ich hab ja nicht genug. Ach Mann. Jetzt dauert sich schon wieder die Folge so lang. Schau, wir haben schon bei. Wir sind schon beim Spielzug 50. Naja. Lange wird es ja nicht mehr dauern, oder? Ja, kommt doch an, wenn ich die Karte mal ziehe. Ich kriege einen mystischen Raumtaifun und zerstöre diese Karte hier. Ich weiß nicht mal, welche das war. Ach gut. Wow, irgendwie so eine dumme, langweilige Karte. Ja, ich hätte damit dir Schaden zufügen können, wenn ich einen Drachenmonster hatte. Besitze ich aber nicht. Also, bist jetzt... Warum hast denn du das auch... Effekt aktivieren, hey, was geht ab? Wow, geil, du darfst wieder zwei Karten ziehen, Ja, wir setzen die Karte hier. Und wir beenden unseren Zug. Alter, wie lange dauert denn das, bis du denn... Nein! Horn des Einhorns! Nein! 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 Angriff! Nein! 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 Ja! Ja! Nein! Jo! Und weg ist das Scheißding hier! Oh. Oh, da muss ich halt jetzt gewinnen. Och nee. Och, lieber Herrgott. Ich wollte eigentlich... Ja, gleich. Ja, hast du erzählt, was du willst. Ja, ich kann dir jetzt erzählen, was ich eigentlich komplett am Anfang vorhatte. Ich habe auch hier Kunst des Beschwörers gespielt, habe ich ja einen weißen Drachen geholt, gell? Ja. Aber ich hätte eigentlich den Totenkopf Spassi holen sollen. Dann, okay. Das ist die Weiterentwicklung von ihm sogar. Lass mich kurz erzählen. Ja, erzähl ruhig weiter. Ja, genau. Genau die Ich habe Angst, sie anzugreifen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt Kuriwo auf dem Feld. Das ist die letzte gespielte Karte und er greift natürlich alle an, die nicht Kuriwo sind. Aber weiß ja nie, ob du recht hast damit. Also ich wollte eigentlich diesen, wie heißt der, herbeigerufener Totenkopf. Den sollte ich eigentlich holen, dann hätte ich eine Fusionsbeschwörung machen können. Hätte ich wenigstens ein Monster auf dem Feld gehabt, aber nein, da so weit habe ich nicht mitgedacht. Flip-Beschwörung! Aua, was kannst du machen? Gar nichts. Aber weil es so lustig ist, Kuriwo kommt weg. Und die verdeckte Karte. Damit du niemals dabei erfährst, was das war. Ich kann es trotzdem erfahren. Glänzender... Alter, süß. Oh, scheiße. So, dann würde ich sagen, war es das für heute? Vielleicht gibt es ja noch eine weitere Runde. Spitzenmäßige Runde... Yu-Gi-Oh! Mit dem Herr Man of the World LP. Ja, wird es wahrscheinlich geben. Ja, das ist wahrscheinlich. ja. Also von mir war es das. Ich glaube jetzt eher weniger, dass ich jetzt wirklich, also ich bin mir zu 92% sicher, dass ich jetzt gewinne. Flammenpatsch in Verteidigungsmodus. Wäre es Kind trotzdem noch weiter. Jetzt spielt er nur eine Karte. Was? Nein! Ich hätte gehofft, dass du... Was? Nur 1000?
Ach, normale Monster. Ach, scheiße, hast bloß eins. Was ist denn normal? Also der Golem ist schon mal nicht normal. Ach, was bei mir auch ist. Ach, das hätte ich mal wissen müssen. Nein, es ist nur deine Monster. Ha. Nur deine Monster. Nee, für jedes offenes. Ach so, was ich kontrolliere. Das du kontrollierst. Oh, ist das fies. Ey, du kannst nicht lesen. ist jetzt fertig? Ich würde jetzt schon ganz... Ach, nee. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne den Part beenden. Ja, komm, greif an. Soll ich den Hasen angreifen? So, nur damit ich das weiß, ich will gucken, was meine nächste Karte wäre. Ja! Na! Ja, Mann, geil, er hat schwarzes Loch gezogen. Nee. Noch besser, ja. Die Karte, die du vorhin zerstört hast. Gemeinsam sind wir stark. Ich hätte für jedes Monster hätte ich 800 AK dazu bekommen. AK. ATK. So, da kann so überleg mal, 3x800. Da hätte ich auch dein scheiß Ding dort wegmachen können. Ah. Ist mir egal, ich greife dein Flammipachi an. Was, echt jetzt? Ja. Ach. Gewonnen! Ja. Gute Runden, knappe Runden, muss man sagen. Leute, Dankeschön, dass ihr bei uns zugeschaut habt und so viel Vergnügen hattet. Wahrscheinlich nicht, aber das sind dabei. Ja. Hey, was möchtest du noch sagen zu unseren lieben Fans? Zu deinen Fans würde ich nichts sagen wollen, aber zu meinen Fans. Hat Spaß gemacht, dieses Projekt hier zu spielen. Und anzufangen, denn du willst weiter verlieren. Ja, ich möchte auf jeden Fall verlieren. Also ich habe richtig Lust drauf, denn ich habe leider schon oft genug verloren. Man muss aber sagen, es waren wirklich, vor allem jetzt auch in der letzten Runde, war es doch nochmal knapp. Hättest du mich angegriffen vorher, wären wir früher raus gewesen. Ja, schon, aber ich wollte eigentlich noch den Drachenmeister beschwören mit 5000 ATK. Aber damit hast du jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet, wie ich da deinen weißen Drachen weggekriegt habe. Na, Lude, ja, das war der blaue Ultimate. Ja, aber damit hättest du nie gedacht. Nee. Hat es schon festgesetzt. Nee. Und am Ende hätte ich dich jetzt auch noch, hättest du noch eine Runde, naja, gut. Wollte eigentlich auch noch eine Runde warten, damit ich dann meinen blauäugigen ultimativen Drachen wieder spielen konnte. Ja, weil also, ich hatte Ruf der Gejagten, aber du hast so Freude geschrieben. Ja, es war eine gute Karte. Ich wusste, es war vorbei, deswegen. Leute, bevor wir hier noch länger quatschen, ciao, ciao, auf Wiedersehen, liked uns beide und gibt uns Mir nur. Ciao, du Affe. Tschüss.